Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon einiges im Nachbarland kennengelernt. Und zwar hier diese ganzen netten Leute, mit denen oder mit den meisten davon haben wir zumindest im letzten Teil schon gesprochen. Erstmal wollte ich heute gerne die Sachen abarbeiten. Man sieht meinen Mauszeiger gerade nicht, die hier oben links sind. Also die wir sehen können, Grundlagenwissen, Grundlagen des Anbaus und so weiter. Das mit dem uralten Buch, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich gerne wegmachen. Was das jetzt entdecke die Geschichte, genau, das würde ich erstmal gerne wegmachen vom Pin, weil das werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch nicht machen. Die anderen Sachen, also der Mechaniker braucht Hilfe, Gegenstände für die Werkstatt, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wobei ich dazu sagen muss, ich muss mal eben schauen, der Mechaniker braucht Hilfe hier. Genau, 2 Tage übrig. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass das zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wir sollten definitiv gucken, dass wir da ja, schnell hinkommen, um ihnen zu helfen. Das heißt, ich sollte nicht zu viel reden, sondern das direkt anpacken. Ich muss jetzt erstmal gucken. Äpfel haben wir noch ein paar. Wasser sollten wir eventuell was trinken. Jetzt sind alle meine Flaschen gerade weg. Warum habe ich jetzt 3 leere Flaschen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich dachte eigentlich, ich hätte. Oh, jetzt sind wieder neue hier gekommen. Von diesen Tentakeln oder habe ich die beim letzten Mal stehen lassen? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, es gibt einige Sachen, die ich erfahren habe, indem ich privat mal ein bisschen rumgestöbert habe. Das möchte ich aber gerne auf 8 haben, wenn es voll ist. Wir brauchen erstmal eine Spitzhacke. Das ist aber keine Spitzhacke. Habe ich die hier etwa falsch sortiert? Das finde ich gar nicht nett. Moment, die auf 4. So. Wir haben einiges noch vor. Also ich habe, wie gesagt, privat mal ein klein wenig geguckt. Hier oben ist nämlich eine Höhle. Die habe ich gefunden. Und da werden wir definitiv schon mal Eisen finden. Ich hoffe, dass wir den Eiseneimer überhaupt herstellen können. Ich will doch sehr stark hoffen, dass wir nur die Sachen bekommen, die, also als Quest, die wir auch tatsächlich selber herstellen können. Schrauben sollten wir, denke ich mal, schon herstellen. Na, ja doch, die sind, glaube ich, aus der Werkbank. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, da steht es übrigens auch. Tage übrig 2. Wie, deine Tasche ist voll. Nein, deine Tasche kann nicht voll sein. Ach, ich habe total vergessen, die Sachen abzulegen. Nein. Ah, Kokosnüsse sind teuer. Silbererz, Stein. Stein braucht man natürlich auch ein paar von. Das ist doch doof. Ich würde sagen, dann machen wir einfach. Nee, die werfen wir aber mal ab. Moment, das machen wir anders. Wir nehmen Weizen, werfen das Ganze ab und nehmen das hier auf jeden Fall schon mal mit. Das hacken wir noch kurz zu Ende, in der Hoffnung, dass wir davon alles mitnehmen können. So, okay. Ach, das ist doch total doof, dass ich das vergessen habe. Weil wir haben nämlich ganz viele Sachen, die wir jetzt noch, Hallöchen Frosch, die wir jetzt noch herstellen können und müssen und sollen. Oh, achso, ich dachte gerade, ich bin jetzt dagegen gelaufen. So, Moment, jetzt müssen wir erstmal kurz anfangen. Ich habe nämlich hier herausgefunden, dass wir eine kleine Truhe machen können. Dummerweise habe ich jetzt natürlich wieder nichts da. Ja, das habe ich mir schon gedacht gerade. Werfen wir die anderen Samen mal eben ab. Moment, falsche Taste. Davon haben wir jetzt schon 6. Das ist natürlich doof. Die werfen wir mal eben ab. Und nehmen die Pflanzenfasern auf. Die brauchen wir. Ja, das andere ist mir egal, Mädel. So, wir haben jetzt 10 Pflanzenfasern. Das heißt, wir können eine kleine Truhe bauen. Sehr schön. Die stellen wir auf jeden Fall schon mal, ja, sagen wir hier so vors Haus. Ich kann noch eine bauen. Nö, ich wollte gerade sagen, doch, ich könnte noch eine bauen. Ah, perfekt. Dann machen wir es so, dass wir die jetzt erstmal hier reinwerfen. Dann können wir auch die anderen Sachen hier erstmal alle einsammeln. Karotten, Salat haben wir auch schon mal ein bisschen. Ja, ist ja gut. Ich tue es nur mal eben hier rein, damit wir mehr Platz haben. Ich würde sagen, da machen wir alle die Sachen hin.
Und die können wir. Nee, Moment. Den Hammer. Bei dem Hammer weiß ich immer noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Deswegen tue ich den erstmal raus. Dann Blauerz werde ich auch erstmal nicht brauchen. Eisenerz brauchen wir gleich noch. Steine kann sein. Das legen wir erstmal ab. Golderz legen wir ab. Weil wir müssen jetzt leider ein bisschen auf Geschwindigkeit machen. Nee, Schrauben sollten wir eigentlich machen. Dafür brauchen wir Eisenbarren. Das Problem ist, um Eisenbarren, na, ich will hier raus, um Eisenbarren zu machen, müssen wir nämlich erstmal. Was habe ich denn da gemacht? Nicht den einfachen Herd. Ach so, da, einen Brennofen machen, genau. Das heißt, wir brauchen noch Klebeband. Und das war nämlich unser Problem, dass wir keinen Klebeband herstellen konnten. Wir brauchen nämlich Fett und Pflanzenfasern. Ich habe aber mittlerweile herausgefunden, und da bedanke ich mich ganz herzlich beim Epi, weil der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Weil ich ja ständig mein Inventar voll hatte, konnte ich ja überhaupt nichts aufnehmen. Und wie ihr jetzt seht, diese Dinger hier, diese Tentakeln, die haben Fett drin. Ja, hätte ich das im Vorfeld schon mal gewusst, wäre einiges beim Start einfacher gewesen. Das heißt, dass wir jetzt hier erstmal schnell gucken, was wir noch mit denen hängen kriegen. Na, komm, ein bisschen rutscht da mal wieder runter. Ich sehe das schon. So, kann ich das auch noch aufnehmen? Ja. Dann. Ach so, nee, wir müssen erstmal Klebeband herstellen. Fünfmal, glaube ich, brauchten wir das. Ich kann es aber nur zweimal machen. Wegen. Ach so, wegen der Pflanzenfaser. Schmeißen wir das schon mal rein. Dann gucken wir mal wegen Pflanzenfasern. Übrigens, Salat bekommt ihr auch durch diese Pflanzenfasern hier. Also, wenn ihr die kaputt macht. Also nicht die Pflanzenfasern, sondern wenn ihr die Pflanzen kaputt macht. So. Dann machen wir nochmal dreimal Klebeband. Haben wir schon so viel? Ja, perfekt. In der Zeit machen wir unser Inventar wieder ein bisschen leer. Da kommen wir nämlich auch alles noch zu. Jetzt haben wir natürlich alles ein bisschen blöd angefangen, weil so eine Quest, das wusste ich im Vorfeld leider auch nicht, immer ein Haltbarkeitsdatum sozusagen hat. Also, achso, jetzt haben wir eine Quest auch schon mal erledigt. Sehr schön mit Q. Nö, eigentlich nicht mit Q. Abgeschlossene Quest, da könnten wir uns das Ganze jetzt theoretisch angucken. So, das mit den Salatsamen. Wir haben, glaube ich, noch gar keine Salatsamen, oder? Doch, wir haben einmal, die nehmen wir mal kurz mit. Haben wir hier auch sowas? Brrr, laufen wir einmal dagegen. Ne, Pflanzenfaser. Jetzt sag mir bitte, nee, aber das können ja keine Salatsamen sein, sonst würde ich die hier kriegen. Ich mache mal hier alles erstmal schön frei. Das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich weil ich da hinbauen möchte. Ich konnte ehrlich gesagt nicht warten, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte unbedingt weitermachen, nur ich kann natürlich nicht weitermachen, wenn ich nicht aufnehme bei diesem Spielstand. Deswegen habe ich das Ganze nämlich privat mal gemacht und mir angeguckt. Und da habe ich dann doch so einiges mittlerweile rausgefunden. Ja, und jetzt stört natürlich so ein schöner, keine Ahnung, LKW, Sattelschlepper, was weiß ich, was da draußen, meine Aufnahme. Ah, sechs Salatsamen. Perfekt. Die müssen wir aber, bevor ich das vergesse, erstmal auf die 7 legen. Da müssen wir uns hier draufstellen. Und da müssen wir E drücken. Dann pflanzt sie die ein. Und dann müssen wir nochmal gießen. Also die Gießkanne auswählen und dann nochmal drüber gehen. Und dann, ja, haben wir quasi schon, ja, das war ja nur das zum Anpflanzen. Haben wir das Ganze schon beendet. Grundlagen des Anbaus, Obst und Gemüse brauchen Wasser und so weiter und so fort. Sammle Erde für Nutzpflanzen. Ja, das ist ja eigentlich quasi erledigt, würde ich jetzt mal sagen. Das mache ich mal raus. So, Grundlagenwissen, baue einen Ofen. Ach, das ist sogar eine Quest. Das ist sehr schön, weil das möchte ich nämlich jetzt auch. Oh, Brennofen. Ja, ich habe die Sachen hier schon fertig. Dann ist jetzt nur die Frage. Ich glaube, den kann ich. Doch, den kann ich versetzen. Oh, nein. Hallo? Stopp. Ah, ich habe gerade rausgefunden, wie ich das Bild ändern kann. Aber ich kann den so nicht versetzen, oder? Ich kann da drauf gehen. Aber ich kann nicht. Jetzt ist mein Mauszeiger wieder weg. Hallo? Hallo?
will den nicht kaputt machen, ich will den versetzen. Also ich nehme an, dass man theoretischerweise irgendwas drücken können müsste, damit man den dann bewegen kann. Aber da das nicht möglich ist, überhaupt irgendwas zu drücken gerade, irritiert mich das jetzt ein bisschen. Also beziehungsweise E kann ich halt drücken, um da reinzukommen. Aber alles andere kann ich jetzt im Moment nicht machen. Wenn ihr das Spiel vielleicht schon kennt und wisst, wie man die Sachen hier anders setzen kann, dann schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare, weil das ist tatsächlich etwas, was ich noch überhaupt nicht rausgefunden habe. Achso, ich habe wieder Samen da drin. Moment, die schmeiße ich jetzt erstmal raus. Dann... Ah nee, das Klebeband kann ich noch nicht rausschmeißen, das brauche ich ja jetzt noch zum Bauen. Ja, das ist jetzt tatsächlich etwas blöd. Ich würde schon fast sagen, dass wir hier unten das Ganze abholzen. Dass wir das einfach hier unten hinstellen. Hallo, du sollst dich bewegen. Oh, ich muss schon wieder bald schlafen. Das ist wirklich schrecklich, dass das immer so schnell vorbei ist, weil ich ja eigentlich die Sachen jetzt noch erledigen möchte. Nur Eisen, ja gut, Silber haben wir ein bisschen. Eiseneimer, weiß ich nicht, wie viel ich dafür brauche. Müsste ich nicht eigentlich Holz bekommen, was der jetzt hier nicht haben will? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder Weizen bekommen. Oh. Ist ja schön, wenn ich immer das Gleiche bekomme, aber das ist natürlich etwas, was mich gerade ein bisschen nervt. Heilblatt können wir im Moment auch noch nicht gebrauchen und Harz können wir im Moment nicht gebrauchen. Das tun wir jetzt erstmal da rein, damit wir ein bisschen Platz haben. Packung Nägel. Oh, man bekommt Nägel, wenn man das hier wegmacht. Das ist cool. Und schon wieder habe ich meinen Platz hier vergeudet. Das ist echt schlimm, obwohl ich hier immer alles reintue. Übrigens, was ich, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht wusste... Die Nahrungsmittel haben ein Haltbarkeitsdatum. Oder zumindest habe ich nicht drauf geachtet. Das hat der Epi mir nämlich gesagt, als wir zusammen gespielt haben. Er meinte ja, die Nahrungsmittel verderben ja auch. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das erwähnt hatte im Let's Play. Wenn nicht, habe ich das jetzt gerade erwähnt. Auch guck nach unten, Mann. So, dann, wie war das jetzt mit dem... Ach so, war das okay. Dann würde ich sagen, dass wir den Brennofen bauen. Ich würde sagen, ich würde das oben gerne drehen mit der Werkbank. Deswegen stelle ich den jetzt erstmal hier unten hin, würde ich sagen. So, dann brauchen wir erfahrungsgemäß, also meine Erfahrung. Ihr habt die Erfahrung jetzt noch nicht. Feuerholz, dafür brauche ich aber Holz. Ich dachte, ich habe hier Holz drin. Achso, ich habe Bretter drin. Okay, dann holen wir uns hier erstmal etwas, was wir brauchen. Wir legen jetzt einfach alles hier still, was bei uns direkt dran ist. Ja, drei ist ein bisschen wenig, glaube ich. So, nee. Och, guck einfach nach oben, Mann. So schwer ist das doch nicht. So, wir haben auch schon wieder eine Nachricht drin, die wir eigentlich lesen sollten. Fällt mir gerade auf. Und ich kann mir nicht helfen. Aber immer wenn dieses Viech oben drüber flattert, erschrecke ich mich. Nee, da haben wir aber jetzt eigentlich keine Zeit für. Ich bin heute mal gemein, wir haben keine Zeit dafür. So, okay, wir dürfen nur 9, aber das sollte ja... Ja, wir brauchen ja eigentlich nur eins. Ein Silbererz. Ein Eiseneimer. Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken. Aber man kann ja wieder nicht parallel gucken. Ich weiß, ich weiß. Ich kann euch übrigens nur... empfehlen, wenn ihr das Ganze zu zweit spielen möchtet, dass ihr zwei Werkbänke macht, weil der Epi und ich sind uns teilweise so auf die Füße gelaufen, dass wir dann gesagt haben, dass wir gerne zwei haben würden. Ich muss dazu sagen, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir das nicht zu zweit aufgenommen haben, das wäre auch sehr cool gewesen und das hätte uns auch großen Spaß gemacht, nur da der Epi im Moment ziemlich zeitlich ja, vereinnahmt wird, haben wir dann gesagt, wir wissen nicht, wann er das nächste Mal wieder dabei sein kann. Und das ist dann auch doof, wenn man dann immer, wie jetzt aktuell bei Star Wars beispielsweise, auf die nächste Episode ständig achten muss, also beziehungsweise warten muss. Und ja, das geht halt gar nicht. Ach, da brauche ich zwei Eisenbarren für. Ah, okay, also für den Eiseneimer brauche ich zwei. Und, Moment, und einmal brauche ich Silber. Also machen wir erstmal
Zwei Eisenbarren. Hatte ich nicht Silber auch? Das hatte ich doch hier reingetan, oder? Silber, genau. Moment, dann tue ich das jetzt erstmal da rein, damit ich den Platz habe. Nee, das nicht. Das tue ich raus. Das schmeiße ich jetzt auch mal eben da rein, damit ich noch was aufnehmen kann. So. So, dann machen wir den Eiseneimer. Kann verwendet werden, um Milch von Kühen. Ah, okay. Gut, einen Eiseneimer brauchen wir. Zack. Und ach so, einmal Silbererz nur. Ah, okay, das ist schon grün. Eine Packung Schrauben. Da muss ich auch hier oben nochmal eben dran. Schrauben waren aber, glaube ich, ein bisschen... Hallo, wieso? Jetzt. Da brauche ich einmal Eisenbarren für. Wieso? Ach so, weil ich nur zwei hergestellt habe. Mhm. Okay, dann machen wir noch einen dazu. Ich hoffe, das geht einigermaßen schnell. Also schon... Perfekt. Was nicht perfekt ist, dass wir jetzt schon 16:45 haben. Ich habe doch... Moment, habe ich jetzt einen Eisenbarren hergestellt oder habe ich jetzt... Ich habe doch einen Eisenbarren gerade hergestellt. Hä? Ich habe gerade einen Barren hergestellt und genommen. Wo ist der jetzt hin? Wollt ihr mich veräppeln? Das muss ich jetzt tatsächlich nicht verstehen. Jetzt nehme ich den nochmal Eisenbarren. So. Jetzt habe ich zwei. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Okay, vielleicht konnte ich es auch nicht aufheben oder so. Ich habe keine Ahnung. Also wir nehmen jetzt erstmal eine Packung Schrauben. Beziehungsweise wir stellen noch schnell welche her. In der Hoffnung, dass ich vielleicht dem Mechaniker noch was geben kann. Ich meine, noch sind sie da. Aber bis ich da bin, brr. Ich darf dann auch wieder nicht mehr mit denen reden, wenn ich hier gleich schlafen muss. Das ist grausam. Ja, wenn ich mich jetzt für zwei Stunden hinlege. Aber ich habe noch einen Tag übrig. Also theoretischerweise könnten wir das sonst zur Not auch morgen abgeben. So, jetzt haben wir es. Nein! Nein! Oh. Ach, ihr seid so grauenhaft zu mir heute. Moment. Also das schmeißen wir jetzt einfach mal alles hier rein. So. Das, hallo, das auch. So, das können wir auch mit der Shift-Taste machen, fällt mir gerade auf. Das können wir wieder zurücknehmen. Nägel. Achso, Moment, Nägel. Ein Silbererz brauchen wir aber noch. Ah, ein Silbererz. Silbererz, Eisenbarren. Silbererz. Ein Silbererz brauchen wir noch. So, und die Packung Schrauben. Zack, und jetzt lauf. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder was aufgesammelt. Ah! Brokkolisamen. Aber da haben wir nachher noch, also heute in der Folge wahrscheinlich nicht mehr, aber später haben wir noch ein schönes Rezept, was ihr kennenlernen werdet. Weil ich dazu sagen muss, weit bin ich jetzt auch noch nicht gekommen, als ich das so ein bisschen mit dem Epi gespielt habe. Aber einige Sachen konnte ich dann doch schon kennenlernen, obwohl wir nur vielleicht zwei Stunden gespielt haben oder so. Au, ja, ist gut. Hier sind ganz viele von den Dingern, was sehr cool ist, weil ich das Fett brauche. Ich muss eigentlich auch mit denen reden. Das Problem ist, ach, wer von euch ist denn der Mechaniker? Ist es das? Nee. Das auch nicht. Oh mein Gott. Hier. Evie, Jordan, wer von euch? Du bist der Mechaniker, Toni. Genau, wo ist der? Schnell. Der ist gar nicht darauf zu finden, oder was? Oh nein, ich bin wieder kurz vorm Zusammenbruch. Doch, unter mir. Nein, ich muss mit dem reden können, Leute. Bitte. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich kann nicht mehr mit dem reden. Oh, ey. Ich hasse euch. Ehrlich. Also nicht euch, sondern die Spielemacher. Dieser dämliche Mist mit dem müde sein, weil ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr mit denen reden. Das ist sowas von bescheuert. Ich meine, ich rede ja auch mit Leuten, wenn ich müde bin. Ah, ich wusste es. Bleib hier. Ich muss mit dir reden. Arschloch. Ich würde mich am liebsten jetzt ausloggen und wieder einloggen und hoffen, dass ich dann tot bin oder so. Ganz ehrlich. Oh, das ist sowas von nervig mit diesen...
Nur wenn ich mich jetzt hingelegt hätte, dann war die Gefahr halt groß, dass sie dann gar nicht mehr mit mir reden. Na gut, jetzt reden sie auch nicht mit mir. Das ist ganz ehrlich was, was mich richtig ankotzt bei diesem Spiel. Ich finde einige Sachen wirklich super daran. Ich finde es süß gemacht von der Optik her und alles. Ich bin ja privat jetzt nicht so weit gewesen, also kann ich da jetzt so zu den Ganzen nicht so viel sagen. Ach so, 19 Uhr ist es hier dunkel. Das heißt, ab 19 Uhr vermute ich mal, dass man da mit denen nicht mehr reden kann, oder? Steht der hier noch? Nee, also mit ihnen könnte ich theoretischerweise noch reden. Aber es wird auf jeden Fall dunkel. Ja, ihr könnt mich doch mal kreuzweise, wenn ich schon nicht reden kann, dann nehme ich halt eben das Fett mit, so. Machen wir wenigstens etwas für unser Geld hier. Das ist nicht das, wonach ich die ganze Zeit geschlagen habe, aber egal. So, die respawnen übrigens irgendwann auch wieder. Ich weiß aber nicht genau, wie, weil ich habe festgestellt, auch mal beim Ausloggen und wieder Einloggen, dann waren in der Mine plötzlich die Rohstoffe wieder da und andererseits, wenn ich dann ausgeloggt bin und eine Stunde später wieder eingeloggt bin oder so, dann waren die nicht da. Also das hat nichts mit dem Ein- und Ausloggen zu tun, es hat mit irgendwas anderem zu tun. Achso, ich dachte gerade, ich knall jetzt endlich hin und komme dann nach Hause oder so. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier ohnmächtig umfallen möchte, aber es ist doch extremst nervig. Also, ich weiß nicht, wer von euch eventuell damals die Serie, also nicht die Serie, sondern das Let's Play von Kunden angeguckt hat bei mir. Ja, wir haben sehr, sehr oft darüber geflucht, dass man nichts mehr tragen konnte und so weiter. Da muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, ihr seht ja hier 38, 91 sogar. Ich weiß nicht, bis wo es geht. Vielleicht geht es nur bis 100. Vielleicht kann man es auch wirklich mit einem Stapel unendlich stapeln. Das haben sie wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hoffe ich nur. Ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Machen wir die noch da rein. Ich will es nicht riskieren, dass die jetzt wieder respawnen. Deswegen sammle ich die mal eben. Oh, das sind. Ach, das sind verschiedene. Oh, nee. Das können wir auch nicht aufsammeln. Oh, Leute, ernsthaft. Brokkoli. Können wir das noch aufsammeln? Auch nicht. Die üblichen Problemchen, ne? Oder wie war das? Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde es mega, mega lästig, dass man wirklich so extrem wenig Platz hat. Zumindest zu Beginn. Es gibt wohl, habe ich mir sagen lassen, irgendwo auf der Insel in der Kiste einen Rucksack, der, also mit dem man, ich glaube, das Doppelte oder so wurde mir gesagt, tragen kann. Das war jetzt das Falsche. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Ich weiß nur, dass ich irgendwo hier so eine Kiste finde. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich brauche zum Öffnen einen Schlüssel. Da wir aber nicht wussten, wo wir Eisen und so weiter herkriegen, haben wir das natürlich... Habe ich das jetzt... Ja doch, habe ich reingemacht. Habe ich das natürlich beim letzten Mal nicht zeigen können. Da ich das jetzt aber weiß, werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich relativ zügig nach Schlüsseln gucken werde, dass ich mir die herstelle. Und dass wir dann auch die Insel nochmal so ein bisschen, ja gut, erkundet haben wir sie ja schon zum Teil, aber dass wir das dann nochmal ein bisschen intensiver machen. Achso, die Sachen muss ich drin lassen wegen dem nächsten Tag, genau. Ja, dann, wir haben jetzt 21 Uhr, ich würde sagen, ich weiß nicht, ab wann die jetzt da tatsächlich wach werden. Ah, 10 Stunden? Keine Ahnung. Also das möchte ich auf jeden Fall noch heute in der Folge mit euch machen, dass wir dem Mechaniker seine Sachen geben. Jetzt steht auch schon drin, einen Tag noch übrig. Ich weiß nicht, was das heißt, ob das jetzt heißt, dass wir jetzt diesen Tag noch machen können und dann am nächsten Tag noch was machen können. Oder ob das heißt, dass wir
nur noch diesen Tag haben. Das kann es natürlich auch sein. Guck mal, dass ich auf jeden Fall gut laufen kann und alles. Okay, eine Flasche Wasser, das sollte komplett für den Tag reichen. Moment, ich habe... Doch, die Dinge habe ich jetzt drin. Ich sollte eventuell... Ich weiß ja nicht, ob man dafür Platz braucht, um die Sachen anzunehmen. Den Eimer müssen wir sowieso mitnehmen. Das Heilblatt brauchen wir allerdings nicht. Silbererz müssen wir mitnehmen. Ja gut, ein bisschen Platz kriegen wir dann ja schon. Ja, das sollte eigentlich... Sollte eigentlich reichen. Damit wir hier wirklich gut zurechtkommen, würde ich sagen, dass wir nochmal eben die eine Flasche Wasser auffüllen. Ich meine, normalerweise brauchen wir da nichts von. Also unterwegs. Aber es ist vielleicht besser. Habe ich die jetzt? Ne, ich dachte gerade schon, ich habe die weggeworfen, ich Idiot. Okay, bei mir würde alles gehen. Bin gar nicht auf Sprinten, fällt mir gerade ein. Also das mit dem mit der Shift-Taste habe ich jetzt übrigens auch verstanden, was ich mal irgendwo vorgelesen habe. Ich habe immer gedacht, wenn man auf die Shift-Taste drückt, dann lässt man die Sachen fallen, während man rennt. Was total Blödsinn ist. Aber das stand da irgendwie so komisch beschrieben. Und deswegen habe ich mich ja in der letzten Folge, war es glaube ich, sehr, sehr gewundert. Und habe ja immer gesagt, ich traue mich nicht, die Shift-Taste zu drücken, ob ich damit sprinten kann. Und ja, also man sollte sie nur einmal drücken, dann kann man nämlich dauerhaft sprinten. Also ich habe jetzt nichts gedrückt, also sprich keine Shift-Taste gedrückt, sondern sprinte einfach. Immer Alterchen, mit dir kann ich doch bestimmt auch nochmal kurz reden, oder? Hallo Gameplayerin, danke, dass du mich wieder besuchst. Das tut leider nicht jeder. Das ist aber okay, ich verstehe das. Ich bin hier und wenn jemand eine Münze oder ein Lächeln für mich übrig hat, dann ist es gut. Ich war auf der Durchreise, vielleicht haben die Leute nichts zu sagen. Ich weiß, ich bin neu hier, aber du kannst immer auf mich zählen, okay? Danke, es ist toll, neue Besucher zu haben. Die Leute sagen, dass es auf der Insel früher von Touristen nur so wimmelte. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Almosen kann ich sammeln. Ja, das ist ja nett. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Lass uns das wiederholen, wenn es für dich mal wieder passt. Ja, das wäre dann tatsächlich einmal am Tag. Aber nicht, dass es für mich passt, sondern dass es für die anderen passt. Hallöchen! Hallo, Gameplayerin. Wie ich sehe, trägst du eine Waffe bei dir. Sie ist nicht gerade ideal, aber immerhin ein Anfang, denke ich. Übrigens, hast du irgendwelche Kampferfahrung? Naja, das ist das, was ich aus dem alten Haus retten konnte. Und das ist besser als nichts, denke ich. Bisher habe ich nur einige wenige Kämpfe hinter mir. Nein, ich habe keine... Ja... Es beruhigt mich, dass du über eine gewisse Erfahrung verfügst. Die Insel ist seit geraumer Zeit verlassen, sodass man nicht einmal weiß, welche Gefahren auf ihr lauern können. Es ist immer wichtig, die Umgebung im Auge zu behalten und bereit zu sein, zu handeln. Besonders jetzt, da es einige Piratenangriffe gegeben hat. Auch vor diesen solltest du dich in Acht nehmen. Es ist wichtig zu wissen, wie man sich verteidigen kann, und das sollte jeder lernen. Ja, ich habe auch schon so ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Wo ist denn der Kerl eigentlich? Wo laufe ich denn hier hin? Ist das der da? Ich habe so ein bisschen Panik, dass die Piraten eventuell auf die Insel kommen und mir die Sachen klauen, die ich jetzt da in die Holztruhen reingetan habe. Aber ich hoffe mal, wenn sowas passieren sollte, dass das nicht direkt von Anfang an passiert. Ach, da unten. Ich sehe schon. Ich wollte gerade schon die Karte aufmachen. Stehen bleiben! Ha! Da bist du ja wieder. Entschuldige, aber ich habe schmutzige Hände. Hast du gefunden, was ich brauche? Übrigens, vielen Dank für deine Hilfe. Keine Sorge, Toni. Ja, ich habe alles gefunden. Großartig. Danke für deine Hilfe. Ja, aber bekommen habe ich nichts, oder? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, ich habe 89 Dollar. Wahrscheinlich habe ich irgendwas bekommen. Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen, wenn ich hier nochmal so ein bisschen durchs Dorf gehe und mit den Leuten rede. Bis zur nächsten Folge. Ciao!